Hi Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, mein Name ist Frank und ich grüße euch ganz herzlich hier aus Clinton in Connecticut. Tja, und wenn euch dieses Video gefällt, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Kanal abonniert, damit ihr auch zukünftige Videos nicht verpasst. Und ich weiß, es ist schon ein paar Tage her, wo ich das letzte Video hochgeladen habe, aber naja, manche Videos, die ich mache, die erfordern ein bisschen mehr Einsatz als, sag ich mal, wie zum Beispiel der Kanal Olli redet oder so. Der, nimmt sich einfach nur ein paar Schlagzeilen raus und kommentiert die. Und somit kann er natürlich dann auch Videos wie am Fließband raushauen. Ich erwähne noch nur deshalb, weil ich bemerkt habe, dass halt in den letzten Tagen, wo ich mal keine Videos hochgeladen habe, mir ein paar Abonnenten abgesprungen sind. Und ihr müsst mir das ein bisschen nachsehen. Ich kann halt, wie gesagt, keine Videos wie am Fließband produzieren, weil ich, wie gesagt, keine Schlagzeilen einfach nur kommentiere und so weiter, sondern ich nehme mir schon ein bisschen mehr Zeit für meine Videos und gucke mir dann auch stundenlang Talkshows an und alles Mögliche, schneide dann halt, wie gesagt, ein paar Sequenzen heraus, lese viel Artikel und fasse das alles ein bisschen mehr zusammen. Das erfordert, wie gesagt, ein bisschen mehr Recherche und Arbeit, als einfach nur irgendeinen Zeitungsartikel zu kommentieren. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, ein Video ist fertig in 2 Tagen, 3 Tagen oder sonst was. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich auch, wie gesagt, noch berufstätig bin und nicht meine ganze Freizeit immer nur meinen Videos opfere. Schließlich habe ich keine Sponsoren im Nacken und habe kein Patreon und so weiter. Und die Videos, die ich halt mache, die mache ich halt so rein zum Hobby, kann man sagen. Und dementsprechend habe ich da auch keinen finanziellen Background und schalte keine Werbung. Und mein Kanal ist auch nicht monetarisiert und dementsprechend kann ich davon nicht leben. Das heißt also, ich mache das rein zum Hobby, rein aus Idealismus, kann man sagen. Und dementsprechend braucht man schon mal eine Zeit. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und ich will euch gar nicht damit lange zulabern. Zuerst das Intro und dann geht's weiter im Thema. Ja, also die DDR war ein Staat, in dem die Menschen nicht frei leben konnten. Es gab keine freien Wahlen. Die Macht lag alleine bei einer Partei, nämlich der SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Was haben wir heute in der Bundesrepublik? Zwar viele Parteien, aber nur eine einzige Marschrichtung. Gewissermaßen ein Parteienkartell. Und das unterscheidet sich nicht mehr sehr von der DDR. In den Farben getrennt und in der Sache vereint. Wir haben ein demokratisches Problem, wenn die Bürger aus guten Gründen den Eindruck gewinnen, dass wenn man grün wählt, bekommt man grün. Wenn man rot wählt, bekommt man grün. Wenn man gelb wählt, bekommt man grün. Und in einigen Bundesländern, wenn man schwarz wählt, bekommt man auch grün. Die Bürger müssen die Wahl haben zwischen Alternativen. Und wenn die Alternativen, die es gibt, durch eine Brandmauer ausgegrenzt werden, damit auf keinen Fall mit diesen Leuten überhaupt nur gesprochen wird, und hier schaue ich nicht nur auf die AfD, sondern ich rede auch als Vorsitzender der Werteunion, wo man gegen uns innerhalb der eigenen Partei eine Brandmauer hochzieht. Diese Brandmauern dienen letztendlich nur dazu,
dass die linke, grüne Vorherrschaft zementiert wird. Und das ist demokratiefeindlich. Der überwiegende Teil der Bürger hier in Thüringen, aber ich glaube auch in Deutschland, will eine Politikwende. Sie wollen keinen Systemwechsel in Richtung eines neosozialistischen totalitären Staates, wo wir bevormundet werden, wo uns gesagt wird, wie wir zu leben haben. Eine freie Gesellschaft setzt voraus, dass sich der Staat aus unserem Leben heraushält. Und vorhin ist gesagt worden, der Staat ist übergriffig geworden. Und das muss in Thüringen und im Bund gestoppt werden. Also man kann sagen, naja, Meinungsfreiheit ist gestorben in Deutschland. Oh mein Gott! Also eigentlich können wir Deutschen die Meinungsfreiheit aus dem Grundgesetz getrost streichen. Denn sie ist ohnehin gestorben. Ex-Kanzlerin Angela Merkel sagte einmal den berühmten Satz: Deutschland ging es noch nie so gut wie heute. Na ehrlich, ist es wirklich so? Also Fakt ist, unter ihrer Kanzlerschaft wurde praktisch die Meinungsfreiheit in Deutschland abgeschafft und durch eine Staatsdoktrin ersetzt, der sich jeder unterwerfen muss, wenn man keine negativen Folgen erleiden möchte, seien es Folgen im Beruf oder gesellschaftliche Folgen. Und die Presse, die tut ihr Übriges und ist ein willfähriger Gehilfe dieser Staatsdoktrin und diffamiert, diskreditiert und stellt jeden an den Pranger, der dieser nicht nachkommt. Und auch wenn man oft den beschworenen Satz hört, jeder kann sagen, was er will, man bekommt dafür ja nicht ins Gefängnis. Darüber kann ich nur milde lachen, denn auch im Unrechtsstaat der ehemaligen DDR kam man nicht für jede Äußerung ins Gefängnis. Aber jeder wusste, äußere nur einen einzigen falschen Satz und du kannst deine Karriere, dein soziales Leben und so weiter nachhaltig zerstören. Das ist heutzutage auch im besten Deutschland aller Zeiten so. Wir erinnern uns zurück an das Sportler-Ehepaar Yoshiko Saibu, ein Basketballer, und Alexandra Vester, eine Leichtathletin, die beide ihren Job verloren, weil sie ihren Unmut gegen die strikte Corona-Politik kundtaten und auf einer Querdenken-Demo mitliefen. Dabei verstießen sie gegen keinerlei Gesetz und traten noch nicht einmal öffentlich auf, sondern wurden nur zufällig auf Fotos der Demo entdeckt, was sofortige Konsequenzen zur Folge hatte. Die linke Politikerin Sarah Wagenknecht wurde von allen Seiten scharf angegriffen, weil sie sich kritisch zur Impfung äußerte, wobei sie noch nicht einmal falsche Tatsachen kundtat oder krude Theorien verbreitete. Sie hielt sich an Fakten und äußerte ihre legitime Meinung. Folge: man wollte sie aus der Partei ausschließen. Oder Marinechef Admiral Schönbach musste auf Druck der Politik hin von seinem Amt zurücktreten, weil er seine Meinung vertrat bezüglich der Ukraine, die nicht dem gängigen Staatsnarrativ entsprach. Dabei verstieß er gegen keinerlei Gesetz und äußerte lediglich seine eigene Meinung. Und auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Also jeder, der mich kennt, der weiß, wie sehr ich diese Person verabscheue, denn er ist in meinen Augen ein Verräter des deutschen Volkes, der viel Leid verursacht hat mit seinen Hartz-IV-Gesetzen.
Auch er hat sich gegen das gängige Staatsnarrativ geäußert und seine Meinung kundgetan. Diese Meinung gefällt mir zwar nicht und ich verabscheue diesen Mann, aber ich möchte nicht in einem Land leben, in dem jeder nur sagen darf, was dem Staat gefällt. Oder wie es in einem Zitat von Voltaire heißt: Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Seien wir doch mal ehrlich, noch nie war die Meinungsfreiheit in Deutschland so sehr gefährdet wie heute. Also seien wir doch mal ehrlich, noch nie war die Meinungsfreiheit in Deutschland so sehr gefährdet wie heute. Wir sollten uns an das Grundgesetz erinnern. Artikel 11. Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen hinweg zu empfangen und weiterzugeben. Und jede Meinungsfreiheit und jede Demo, die sich kritisch gegen den Staat widmet, wird heutzutage direkt als rechts deklariert oder durch, Rechtsradikale unterwandert geframed. So wie es bei den Bauernprotesten stattfand. Das ist eine pure Ablenkungsstrategie, wie wir sie aus DDR-Zeiten kennen. Bei der aktuellen Kamera sah das ungefähr so aus. Ein Propagandakrieg, ja, aber einer, den die DDR von vornherein gar nicht gewinnen konnte, den sie schon verloren hatte. Die Hauptnachrichtensendung der DDR, die aktuelle Kamera, sendet lieber Beiträge, wie modern und reichhaltig doch der Osten ist. Oder dass Wohnraum im Westen knapp ist und Bürger wie hier in Köln sogar die Zwangsräumung fürchten. Die linksgrüne Regierung veranstaltet hingegen Ablenkungsmanöver, indem sie inszenierte Skandale aus der Tasche zieht über ein angebliches Geheimtreffen von angeblichen Rechtsradikalen, die sich in einer sogenannten Wannsee-Konferenz über geheime Pläne zur Deportation austauschte. Sollen wir mal wirklich über wahre Geheimkonferenzen sprechen? Wie zum Beispiel die Bilderberger Treffen? Das sind wirklich Geheimkonferenzen. Der Vergleich mit der Wannsee-Konferenz stellt in meinen Augen eine unerträgliche Verharmlosung der NS-Zeit dar. Und das finde ich widerwärtig und zum Kotzen. Und außerdem wurde niemals über eine Deportation gesprochen, sondern über eine Remigration, die mit den Regeln des deutschen Grundgesetzes durchgeführt werden könnten. Außerdem war es auch kein Geheimtreffen, sondern eine private Veranstaltung, bei der auch Politiker aus CDU und SPD-Kreisen dabei waren, sowie Geschäftsleute, die gar keiner Partei angehörten. Also gerade in dem Augenblick, in dem die Bauernproteste zum ersten Mal wirklich massiv gegen die Ampel demonstriert haben, kam dann glücklicherweise diese Inszenierung von Korrektiv über ein Treffen, das ja viel, viel früher stattgefunden hat, das schon im November stattgefunden hat. Also ich glaube, man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu sagen, das passt irgendwie doch perfekt dazu. Ja. Und dazu kommt eine große Verschwörung von Ampel und Korrektiv. Mit einem können Sie, glaube ich, weniger gut umgehen, nämlich mit dem, was jetzt noch folgt. Und auch das ist evident, dass nämlich eine Grüne, die im Fernsehrat ist, dass die den Tagesschau-Chef dazu gebracht hat, weniger über die Bauernproteste und mehr über die Proteste gegen die AfD zu berichten. Das heißt, genau in dem Augenblick, in dem die Ampel
wirklich massive Legitimationsprobleme bekommen hat, mehr als noch durch die schlechten Umfragewerte, in diesem Augenblick beginnt diese Inszenierung. Das kann kein Zufall sein. Also das passt einfach zu gut. Und es ist einfach auch, denke ich, etwas Absurdes, dass Demonstrationen stattfinden, an denen die Regierungsmitglieder teilnehmen. Also was soll das denn bedeuten? Also die Regierung subventioniert oder finanziert non-governmental organizations, die dann Propaganda für die Regierung machen. Das ist genau das, was wir beobachten, und zwar unter diesem wunderbaren Titel Zivilgesellschaft. Dieser Begriff Zivilgesellschaft ist längst gekapert worden. Wenn Sie sich angucken, wer damit gemeint ist, dann sind das genau diese non-governmental organizations, die unendlich viel mit dem Government, mit der Regierung zu tun haben. Das ist nicht mehr so wie früher, dass die unabhängig von der Regierung irgendwie bestimmte Issues, bestimmte Themen verfolgen würden, sondern die werden finanziert von der Regierung. Und das ist, glaube ich, das ist keine Verschwörungstheorie, und das ist etwas, was sehr systematisch betrieben wird. Und für mich ist das ein gespenstisches Bild, wenn Massendemonstrationen stattfinden, Demonstrationen, die normalerweise als kritische Instanzen gedacht sind, und zwar im Regelfall gegen die Regierung, dass die, wenn sie so wollen, mit Hilfe der Regierung und mit Beteiligung der Regierung stattfinden. Ich kenne das nur aus der DDR. Und wir müssen noch einmal über die Folgen sprechen. So wurde als Beispiel Simone Baum, eine CDU-Politikerin, von der Stadt Köln gefeuert, weil sie mit einem Martin Sellner zusammen in einem Raum saß und zuhörte, was er zu sagen hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch DDR. Und dieser besagte Martin Sellner, ein Österreicher und EU-Bürger, sollte die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verboten werden, obwohl er sich keiner Straftat schuldig gemacht hat. Währenddessen aber konnten und können Taliban-Funktionäre aus Afghanistan unbehelligt einreisen und in Moscheen Hassreden halten und wieder ungehindert ausreisen, wie sie wollen. Und ich will nicht wissen, wie viele islamistische Terroristen in Deutschland inzwischen wohnen. Und es wird in Deutschland noch nicht einmal mehr zwischen rechts und rechtsradikal unterschieden, sondern alles ist ein Feindbild, das nicht diese linksgrüne Agenda verfolgt, wie dieses Parteienkartell. Und wenn dann sogar die Regierung selbst Demos gegen rechts aufruft und daran teilnimmt, dann hat das für mich einen sehr faulen, sehr, sehr faulen Beigeschmack. Richtig wie DDR. Und was ist eigentlich Faschismus? Das ist den meisten gar nicht mal bewusst. Faschismus heißt erstmal bündeln. Das heißt, eine Gruppe der Gesellschaft bündelt sich um ein bestimmtes Argument herum und schließt diejenigen aus, die sich um dieses Argument nicht bündeln wollen. Das ist Faschismus. Das hat erstmal mit rechts nichts zu tun. Bei Corona war das, wir müssen uns schützen, wir müssen uns impfen. Jetzt bündeln wir uns, wir sind alle gegen rechts. Jedenfalls gibt es eine Bündelung, und die, die das nicht mitmachen wollen, die sind draußen. Die AfD muss raus, und alle, die man als rechts bezeichnet, müssen irgendwie raus, weil die Guten, der Aufstand der Anständigen, wird das ja jetzt genannt, sich eben bündelt um dieses Argument herum, wir sind gegen rechts, ohne dass irgendwie definiert würde, was das eigentlich heißt, gegen rechts zu sein. Die, die da behaupten, sie retten die Demokratie, im Grunde das Gegenteil machen, weil sie sich nämlich bündeln um ein bestimmtes Argument, akzeptieren, dass andere ausgeschlossen werden, was strukturell Ausschluss, also gruppenspezifischer Ausschluss, ist ja de facto ein protofaschistisches Element einer Gesellschaft. Und das geht ja sogar so weit, dass man jetzt eben zum Beispiel den Entzug von Bürgerrechten fordert bei Björn Höcke. Das ist natürlich per se komplett antidemokratisch. Das heißt, dass die, die aufstehen, um die Demokratie zu verteidigen, im Grunde strukturell antidemokratische Züge haben. Vor allem, wenn man zusammen mit Linksradikalen demonstriert, die auf Transparenten stehen haben, naja, AfDler töten. Also da praktizieren selbsternannte Antifaschisten in Begleitung der Polizei puren Faschismus. Und das, was sie da getan haben, ist im juristischen Sinne Volksverhetzung und Aufruf zum Mord. Und die Presse bezeichnet das ironischerweise auch noch als Demo gegen rechte Hetze. Also ironischer geht's doch gar nicht, oder?
Und all die Tausende von Mitläufern verstehen immer noch nicht, wie sich im Dritten Reich normale Bürger gegen Juden aufhetzen lassen konnten. Also, das kann nur ein schlechter Witz sein, oder nicht? Also, mir scheint, als würde sich die Geschichte wiederholen. Und die Leute, die merken es noch nicht einmal. Die merken gar nicht, wie die sich aufhetzen lassen und gar keine Unterscheidung machen zwischen, naja, Rechten und was vollkommen legitim ist und Rechtsradikalen, was natürlich nicht mehr legitim ist. Stattdessen wird einfach nur gesagt, ja, wir müssen gegen Rechts sein, gegen Rechts sein. Ja, gegen Rechtsradikal sein. Da habt ihr meine volle Zustimmung. Aber doch nicht gegen rechts. Ich meine, ich persönlich bin ja auch nicht per se gegen links. Aber ich bin gegen Linksradikale. Weshalb ich auch gegen die Antifa bin. Nun, wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, ihr seid gerne herzlich dazu aufgefordert, in die Kommentarleiste eure Kommentare reinzuschreiben. Aber ich würde euch bitten, dabei sachlich zu bleiben und höflich zu bleiben und nicht zu hetzen und solche Sachen halt. Weil wir Rechten, sag ich mal, oder Konservativen, wir sollten nicht aufs gleiche Niveau, naja, runtergehen wie die ganzen Linken. Und deswegen dulde ich auch keine Hass und Hetze. Aber wie gesagt, ich freue mich auf einen Austausch mit euch und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like. Ja, wie gesagt, abonniert meinen Kanal und schaut doch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bis dahin verbleibe ich mit allerbesten Grüßen hier aus Clinton in Connecticut. Peace, euer Frank.